Ja, und die Folgen des Krieges sind auch bei uns immer mehr spürbar. Diesel und E10 steigen über 2 Euro pro Liter. Ja, die Spritpreise sind im bundesweiten Tagesdurchschnitt erstmals über diese 2-Euro-Grenze gestiegen. Gestern kostete Superbenzin der Sorte E10 2 Euro je Liter. Bei Diesel waren es sogar 2,03 Euro, wie der ADAC heute mitteilte. Der Kampf an der Zapfsäule, so sind die Benzinpreise innerhalb des letzten Jahres explodiert. Wir schauen noch mal im März vergangenen Jahres, vor genau einem Jahr, Benzin 1,42 Euro, Diesel 1,26 Euro. Im September dann, vor einem halben Jahr, Benzin 1,59 Euro, Diesel 1,35 Euro. Vor einem Monat, am 8. Februar, noch Benzin 1,82 Euro, Diesel 1,69 Euro. Vor einer Woche, am 1. März 1,86 Euro und 1,73 Euro. Am 8. März 2,15 Euro und 2,11 Euro. So sieht es also heute aus. Das ist eine enorme Preissteigerung. Und unser Kollege Manfred Sedelbauer, der ist jetzt an einer Tankstelle in Berlin. Manni, haben die Autofahrer denn für diese Preissteigerung Verständnis? Ja, hallo Sandra, hallo Thomas. Nein, natürlich überhaupt nicht. Eigentlich müsste man hier in Berlin ja bester Laune sein. Wir haben strahlend blauen Himmel, es ist Feiertag. Aber ja, wenn man an der Tanke steht, wenn man Autofahrer ist, wir können hier mal drauf schauen, da verhagelt es einem definitiv die Stimmung. Der Diesel bei 2,18 Euro. Als wir angekommen sind, war noch bei 2,15 Euro, also innerhalb von ein paar Minuten um 3 Cent gestiegen. Auch wenn wir drauf gucken, der Diesel auch teurer als Benzin. Super, ist noch ein Ticken teurer. Ist jetzt auch gerade, hat sich gerade noch mal verändert, und die Leute hier haben natürlich überhaupt gar kein Verständnis. Wir haben gerade eben noch mit einem Mann gesprochen, der meint, er muss jetzt in die Arbeit, um Geld zu verdienen, was das Ganze aber enorm erschwert, wenn man erstmal zur Arbeit muss und erstmal so viel abdrücken muss an Geld, um ja, seine Tank zu bezahlen, mit dem man dann ja, in die Auto fahren muss. Und der Gang an die Zapfsäule, der ist natürlich noch nicht so teuer. Wenn ich jetzt hier aber den Zapfhahn nehme und einmal kurz drauf drücke, ungefähr einen Liter tanke, dann sind wir jetzt eben beim Diesel, wir haben es gesagt, bei 2,18 Euro. Und wir haben uns mal in der Tankstelle umgeguckt, da ist es ja für gewöhnlich eh schon immer teuer zu kaufen. Mit 2,18 Euro könnten wir uns hier ganz locker 2 Schokoriegel kaufen oder auch hier eine Tiefkühlpizza oder beispielsweise auch 2 von guten Zeitungen, und dann würde sogar immer noch was überbleiben. Also die Preise, die sind wirklich enorm auf einem Rekordhoch, und ja, damit gebe ich zurück zu euch ins Studio. Ja, das ist schön. Genau, mit der Bild-Zeitung können wir allerdings auch nicht zur Arbeit fahren. Wir wollen noch mal nachhaken bei dir, weil wir sehen auch, dass hinter dir wirklich kein Auto reinfährt. Ist das nur so ein Gefühl und jetzt eine Momentaufnahme, oder kannst du uns bestätigen, dass da tatsächlich weniger los ist? Man muss natürlich auch sagen, heute ist in Berlin ein Feiertag. Also diesen normalen Berufsverkehr gibt es gerade nicht. Aber kannst auch ruhig sagen, welcher Feiertag? Weltfrauentag. Genau, klar. Das liegt natürlich am Weltfrauentag, dass hier grundsätzlich schon mal weniger los ist. Aber wir haben jetzt ein paar Autofahrer hier auch angetroffen, mit denen gesprochen. Und da war es ganz auffällig, niemand hat wirklich hier voll getankt. Also viele tanken dann doch eher für 20, 30 Euro nur. Ja, und am Ende bleibt aber nicht so viel im Tank dann hängen. Also recht viel weit kommen sie mit dieser Tankfüllung nicht. Und die hoffen natürlich, dass es auch wieder bergab geht. Aber ja, ich glaube, das habt ihr ja auch schon so angedeutet. Das wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch nicht so schnell vorbeigehen und eher noch nach oben hin anziehen. Okay, Manni, vielen Dank. Jetzt entlassen wir dich. Und in diesem Zusammenhang noch interessante: Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie hat sich gegen einen Importstopp von russischer Energie ausgesprochen. Auch das steht ja im Raum, um die Sanktionen noch mal zu verschärfen. Denn mit den Einnahmen aus den Energieexporten finanziert Putin natürlich auch seine Kriegskasse. Italien beispielsweise hat gerade angekündigt, ernsthaft darüber nachzudenken, Energie nicht mehr zu importieren. Auch Italien ist mit über 40% russischem Gas abhängig von Russland. In Deutschland sind es über 55% Gas, das wir exportieren aus Russland. Auch die Bundesregierung hat sich bislang ablehnend geäußert. Interessanterweise hat eine Umfrage des Handelsblattes gerade aber ergeben, dass 54% der Deutschen durchaus dafür wären, dass eben kein Erdgas und kein Öl mehr aus Russland importiert würde zu uns, um eben da konsequent zu sein. Thank you.